Auf was müssen Pädagogen achten, wenn es um Projekte wie Schule ohne Rassismus geht? Was ich an Schule wichtig finde, wenn es um Umgang mit Rassismen geht, ist, Lehrer und Lehrerinnen gehören in Weiterbildung, die ich selber auch mache, mit zu den schwierigsten Gruppen, weil die alles ganz genau wissen. Und die können alles erklären. Das erscheint mir das größte Problem zu sein. Wenn ich Weiterbildung mache mit Polizisten und Polizisten, ist es ganz anders. Ist eine ganz andere Haltung in Bezug auf das Nachdenken darüber, wie sehen mich andere, wie werde ich wahrgenommen, was sende ich für Signale aus, wo sind die vielleicht problematisch. Für Lehrkräfte ist im Vordergrund, ich kann erklären. Und wahrscheinlich ist es der Berufsalltag. Ne? Man macht das 5, 6 Tage in der Woche, steht man vor der Klasse und erklärt irgendwas. Und wenn man Fragen stellt, dann kennt man die Antwort schon. Aber dass man wirklich interessierte Fragen stellt, weil einen was interessiert, ist sozusagen eine Seltenheit. Und Lehrer und Lehrkräfte sollten darüber nachdenken, mehr über sich selber und gegenseitig zu reflektieren, darüber zu kommunizieren, auch über ihre sozialen Kontexte und über die Erwartungen, mit denen sie konfrontiert sind in der Schule und welche Botschaften sie aussenden. Und über diese Botschaften, da denken sie viel zu wenig nach. Also es gibt so interessante Forschungen in den USA zu Stereotype Threat, also Bedrohung durch Stereotype. Also wie sich Kinder, Jugendliche durch Botschaften der Lehrer und Lehrerinnen, wenn sie das Gefühl haben, da werde ich jetzt an einem Punkt, wo es um was geht, in meiner Schülerleistung, Schülerinnenleistung, in die Schublade gesteckt, wo das sofort die Leistung mindert, wo das sofort... Also Stress, Aufregung, Nachdenken über diese Botschaft, aber nicht auf die Aufgabe konzentrieren, um die es gerade geht. Das sind so Prozesse, wir machen das in so kleinen Experimenten, wenn man Klassenarbeiten austeilt und dann so dazu sagt, naja, also es sind eine Mathematikaufgabe und so und ich weiß, also Mädchen haben es damit schwer und jetzt probier es einfach mal, mach es einfach mal mit und wir wissen, dass du das nicht kannst, aber probier es einfach doch mal. Das führt dazu im Durchschnitt, also nicht in jedem einzelnen Fall, aber im Durchschnitt dazu, dass Mädchen schlechtere Mathematiknoten haben wie Jungs, wenn man das so macht. Wenn man das so macht, dass man sagt, also alle sind gut und Mathematik haben wir ja ganz viel gelernt und ihr kriegt das alle toll hin und guck mal, hier habe ich tolle Aufgaben für dich und setz die mal eine Stunde hin und nachher besprechen wir die Aufgaben, dann führt es zu anderen Ergebnissen bei Klassenarbeiten. Wie wenn sowas wie Stereotype Threat entsteht. Und darüber müssten Lehrer und Lehrerinnen nachdenken. Die machen das in ihrem Alltag ständig, dass sie irgendwelche Menschen ansprechen und völlig unsensibel sind. Völlig unsensibel sind. Und dann entstehen Verletzungen. Lehrkräfte haben oft keine Ahnung, was in ihrer Klasse passiert. Das ist erschreckend.